Hallo liebe Zuschauer, vielen Dank für das zahlreiche Anschauen meines ersten Videos. Heute kommt das zweite. Es geht um das deutsche liebstes Kind. Und da sind wir heute bei der Wagenpflege in Thailand gelandet. Dieses Fahrzeug ist etwa 7 Jahre alt und wie ihr seht, in einem sehr verschmutzten Zustand. Aber dem wird gerade abgeholfen. Und zwar sind wir hier in einer kleinen regionalen Waschanlage, wo 5 bis 6 Mitarbeiter sich um die Sauberkeit der Fahrzeuge kümmern. Es geht hier etwas anders zu als in Deutschland, wo man eine Halle reinfährt und alles automatisch gemacht wird. Hier ist noch alles in Handarbeit vor Ort möglich. Hier sehen wir den Mitarbeiter bei der Vorreinigung. Der Schaum ist aufs Fahrzeug aufgetragen. Danach kommen dann 2 Leute, die sich gleichzeitig mit bemühen, das Zeug wieder runterzukriegen und das Fahrzeug schon mal leicht vorreinigen. Zu einer kompletten Reinigung gehört hier auch eine Motorwäsche, eine Innenreinigung und die ist sehr gründlich und auch die Kunststoffteile am Fahrzeug, die hier in Asien sehr stark dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, trägt man hier Rechnung, indem man es mit einer speziellen, was auch immer es ist, einsprüht und das sieht dann wieder fast wie neu aus. Jetzt mal hier zu den Kosten einer Reinigung. Es kostet hier keine 50 oder 100 Euro oder irgendwas. Wir bezahlen für diese Reinigung, die wir gerade sehen, umgerechnet 7,20 Euro. Da kann man sich auch mal leisten, das Fahrzeug jede Woche hier behandeln zu lassen. Das kommt auch der Lebensdauer des Fahrzeugs zugute. So, jetzt sehen wir hier, dass die Schaumreste vom Fahrzeug abgespült werden. Das heißt, die werden jetzt hier entfernt und man bereitet sich schon an der zweiten Station auf das Fahrzeug zu, das in Kürze dann rübergefahren wird, wo dann weitere Mitarbeiter warten und das Fahrzeug in Empfang nehmen. Jetzt ist das Fahrzeug in der zweiten Halle angelangt, wo man sich dran macht, um das Fahrzeug erstmal richtig zu trocknen. Auch das ist eine spezielle Sache hier. Trocknen heißt nicht nur mit dem Lappen drüber, sondern die gehen richtig mit verschiedenen Druckluftapparaturen, gehen die genau dorthin, wo wir uns immer in Deutschland aufregen, wenn man mit dem Auto aus der Waschanlage fährt und dann nach einem Kilometer Fahrzeit aussteigt und sieht, dass diese Wasserschlieren dann sich aus dem Rückspiegel oder irgendwo aus den Kanten und Zwischenräumen auf dem Lack verteilen und es sieht dann schon wieder schmuddelig aus. Die gehen hier mit einer Eselsgeduld mit diesen Druckluftsprayern an diese Hinterlassenschaften des Wassers ran, sodass man wirklich ein total sauberes Auto hat, auch wenn man es nachher nach Hause fährt. Auch bei der Innenreinigung geht es nicht so herkömmlich wie bei uns zu, weil die sitzen innen drin mit speziellen Lampen und sehen auch wirklich das kleinste Fusselchen. Und dann geht es auch drauf um die Konservierung der Kunststoffteile im Innenraum, weil auch diese sind durch das starke UV-Licht in Asien ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn man da, die Scheiben sind zwar bill getönt, wenn man aber da nichts macht und ständig ein bisschen was drauf tut, reißen auch Kunststoffteile. Und dem beugt man auch hier vor mit so einer wöchentlichen Wäsche. Sie sehen jetzt auch die Scheibenwischer und überall, wo irgendwas sein kann, wird hier Abhilfe geschafft. Der Spiegel jetzt nochmal. Und es ist wirklich eine super Leistung, super Arbeit. Gut, die 7,20 Euro sind natürlich nicht umrechenbar auf Europa, weil die Kosten für Lohn sind natürlich hier entsprechend geringer und auch Wasser ist preiswert. Ich habe mich hier mal ans Fahrzeug gemacht, weil ich gleichzeitig mal den Ölstand kontrollieren wollte. Auch das ist gut, wenn man das ab und zu mal macht, weil durch die hohen Temperaturen kann durch eine Undichtigkeit hier schnell unbemerkt Öl verloren werden und was dann eben bei nicht ständiger Kontrolle, also sprich alle 1-2 Monate, zu Schäden am Fahrzeug führen kann. Aber auch hier wird gern geholfen und unterstützt und wie gesagt, rundherum
ein super Service. Auch die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit lässt hier keine Wünsche offen. Wie man sieht, man bekommt auch was erklärt oder kriegt ein paar Tipps. Und wie gesagt, bei diesem Einstandspreis mag man sich da gar keine Gedanken machen drüber, ob man mal einmal mehr oder weniger im Monat das Auto wäscht. So, wir haben den Ölstand kontrolliert, es war alles in Ordnung. Und man bedankt sich und geht wieder zurück zur Kamera, denn jetzt gehen wir gleich weiter. Und zwar in einem Schnelldurchlauf, dass das Video nicht zu lang wird. Somit sehen Sie auch noch ein bisschen was von der Endreinigung. Okay, dann mal los mit dem Schnelldurchlauf. Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder mal so langsam von dem heutigen Video. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefällt. Lassen Sie uns bitte ein kostenloses Abo da oder einen Like. Dann macht's auch uns mehr Spaß und wir können uns schon auf unser nächstes Projekt konzentrieren. Wobei es da, so wie es aussieht, auf eine Insel geht. Wir wünschen euch noch gute Zeit und verbleiben bis zum nächsten Video. Euer Rolf und Joy.